viel Zeug gesammelt. Wie geil. 700 Kronkorken, 4 Stimpacks, also der ist schon... Den kann man sich echt nicht anlegen. Wenn er wieder zurückkommt, ich glaube, der wird echt was... Der ist wirklich... Ist, der wird ganz schön was hier reinbringen. Ich dachte, wenn die Leiste voll ist, dann ist er sozusagen überladen, aber der kann anscheinend noch mehr tragen. Okay. So. Dann Bauen-Modus, Bauen-Modus. Bash Deutsch dir. Oder wir machen mal eine Red Away Fabrik. Ein Forschungslabor für 400. Oder? Oder? Das wollten wir hier so hin machen, ne? Ich glaube, wir machen das sogar noch. Eine Red Away Fabrik. Ja, schade, klappen können. So, was brauchen die Intelligenz? Gibt es hier intelligente Menschen? Was haben wir denn? Was brauchen wir nicht? Wir haben einfach kein Personal mehr. Die sind voll, ne? Also die war 4 von 4. Hier wird es auch 4 von 4. Hier sind 4 von 6. 6. Die sind noch gar nicht mal voll. Hier sind es auch. Achso, nee, 4 von 6. Hier ist klar, von 6. Die Dreier können also 6. 95% Happiness. Ich mega. Schade, weil wir so viele schwangere Frauen hier an Bord haben. Durch einen gewissen Herren. Geht's hier um mich? Alter, nur ein Stimpacks. Und ein bisschen Redaway. Achso, das ist sozusagen auch das mein Lager. Okay. Forschungsfabrik, wir brauchen irgendjemanden. Ich will den zerstören. Wir brauchen irgendjemanden für die Forschungseinrichtung. Gibt es eigentlich irgend so ein Einergebäude? Wahrscheinlich hier das. Ja, das müssen zwei sein. Nee. Und hier. Das ist Level 7. Okay. Naja. Der hat ja noch Spaß. Ne? Ich glaube, sein Flammenwerfer 15 bis 17. Der ist top. Der ist top, Junge. Der ist top. Top in die Top. Ernsthaft? Achso, die ist Rust. Keine Ahnung, wieso. Ja, gut. Der hat auch schickes Zeug: Lederrüstung und Söldnerrüstung. Mit Lack. Okay. Damit hat er noch die Kampfrüstung an. Verbessertes Repetierer 4 bis 6. Schauen wird. Naja, auf jeden Fall, ja, das war's jetzt so. Goldkapelle auf jeden Fall. In der Forschungseinrichtung. Das ist ja so ein Kriegenrum hier. Oh shit. Oh shit, oh shit. Ist das nicht hier ein Metall? Wir können hier durch. Oh shit, Redkakerlakenbefall. Ich warte mal, bis die ja zu den bewohnten Gebäuden sozusagen kommen. Ja, bewohnten. Hier, Junge, du mal hier, ne? Du kriegst. Obwohl, ich kann dir mal einen Repetierer geben. Und ihmchen hier. Obwohl, jeder im Raum müsste, mindestens einer müsste eine Waffe haben. Sie, na, die kann ja eh nicht kämpfen. Ich. Wichtiger Wasser, Energie ist wichtiger. Ich glaub, dem Typen hier, warte, bleib mal stehen, Junge. Dir gebe ich noch mal vielleicht die rostige 10 mm. Kämpf mal mit. Sehr gut. Okay, die sind durch. Also die hier. Komm, repetiere eine 10 mm gegen Kakerlaken. Diese Kommunen. Wie schwach sind die? Ist voll bitter. Weltkarte sind eigentlich mit jeder Waffe nur One-Shot. Oder One-Hit. Die sind das zu OP, wenn Weltkarte mal die sind. Egal. Komm, ich muss mal schauen, dass ich dich hier vor mir mehr upgrade. Ich brauche auch echt mal Waffen. Ja, ich wandere gerade. Na gut.
Naja, ich brauche auf jeden Fall hier mal. Allgemein, ich brauche mehr Leute vor allem. Ich brauche unbedingt diese Radiostation. Und Ihmchen hier, der muss heimkommen. Kann ich hier vielleicht noch so ein Tempo machen? Acht von zehn. Dauert noch ein bisschen. Zwei weitere kann ich hier vielleicht noch. 33%, hier wären es 30%. Beides brauchen wir. 9 Sekunden, 14 Sekunden. Das warten wir schnell ab. Hier können vielleicht ein Tempo lohnen. Erfolgreich. Und wir haben ein Stimpack. Sehr schick. Wasser. Erfolgreich. Und wir kriegen 200 Kronen. Schick. Haarlose Bewohner in deinem Vault. Yes. Das wird auch mitgezählt. Bitte was? Ernsthaft, das wird auch mitgezählt? Haarlose Bewohner? Was? Ernsthaft, das wird auch mitgezählt? Warum? Hab 8. Hä? 8. 8 schwangere Bewohner. 8. 4 schwangere. 1, 2. 3, 4. Haben wir doch. 5, 6, 7. Hä? Was wollen die denn? Wahrscheinlich sollen wir die erstmal. Wir nicht, sondern der eine Typ da. Soll die wahrscheinlich schwängern. Wahrscheinlich. Gehe ich mal davon aus. Vielleicht. Was soll ich auch noch machen? Habe ich vergessen? Ach ja, stimmt. Das weiß ich ja. Nimm Statistics. Vielleicht hier, ne? Was? Zwei weibliche Bewohner? Ach ja, wahrscheinlich die Kinder. Und die Kinder kann man ja auch nicht schwängern. Wo denn? Da. Ja, 66 geht so. Ja, da und da. Naja, auf jeden Fall. Ach hier, wo können wir jetzt hier eigentlich noch? Hier. Direkt ein 3 abgeweidet. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der noch halbwegs schlau ist. Der dann hier die Forschungseinrichtung, das Institut betreibt. Ja gut. Bald haben wir alles auf 3er Gebäude abgegradet. Sehr, sehr schön. Zwei Bewohner, dann endlich mal die Radiostation und dann kriegen wir sehr viel mehr. Oh! Ach, das ist er! Cool! Sammeln! Alles! Lol. Ey, guck mal hier, die Fallout 4 Vault Tür. Ich dachte gerade schon, wir hätten einen neuen Bewohner, aber nein, das ist er! Hey! Guten Morgen, wie geht's denn so? Du hast ganz schön Zeugs mitgebracht, Junge. 15 Simpex, 7 right away. Und du? Warte, du bist ja so halbwegs intelligent, ne? 2. Kann ich denn vielleicht noch. Nein. Dann du gehst mal vielleicht hier so rein. Ne? Ich muss mir nur noch den Namen merken. Und ein Level ab. Wo geht der hin? So, eine Stunde. Und wir haben ein Redaway. Und wir haben noch ein Redaway. Wie ist er? Aether Cox. Den schluss ich mal mit einem Murf aus. Wie viel hatten eigentlich? 12 bis 16. Naja, und wir haben ja eigentlich jetzt auch wieder. Hier. Ja, wo war das mal? Statistics muss das sein. Genau. Waffen. Rostige 10 Meter. Nicht die zuverlässigste Pistole der Welt, aber besser als nichts. Rebetierergewehr, wenn du Feinde im Chaos erledigen musst. Und ein verbessertes Rebetierergewehr.
den Hebel geölt, neue Patronen rein, dann wird getötet. Und eine Jagdflinte nach dem Ort noch. Ne, die hatten wir schon. Billardkühl. Ein Must-Have für jede Kneipenschlägerei. Na gut. Und der verbesserte Flammenwerfer und ein verstärktes Delta. Wenn ein Ziel sich, wenn sich dein Ziel nicht auflöst, schießt du absichtlich vorbei. Sehr gut. So, das waren alle Waffen, Outfits, Kampfrüstung. Die Lieblingskampfrüstung der Vorkriegsinfanterie. Die legendäre Rüstung des größten Ölhändlers. Eine Söldnerausrüstung. Funktional und schmeichelnd. Mehr braucht man Ultern nicht. Strahlschutzanzug. Soll den Träger vor Strahlung schützen. Soll, muss aber nicht. Gummikautfurt. So, Räderrüstung. Steinausrüstung des Ulternschlägers. Schrott. Baseballhandschuh. Fang einen Baseball, einen Stein oder eine Granate und wirf sie und wirf den Gegenstand zurück. Lupe. Für Ameisenanzünder funktioniert bei Red Kakerlaken nicht ganz so gut. Tischventilator hilft gegen die Hitze im Ödland, wenn er funktioniert. Spielzeugauto, Auto. Lässt sich die sorgenfreie Zeit als Kind im Wald noch mehr erleben. Und natürlich noch die dreieckig gefaltete Flagge. Rot, weiß und blau wie in alten Zeiten. Und der Laborers Kolben. Zeig jedem, dass du es mit Wissenschaft ernst meinst. Haustiere. Haben wir irgendwo eine Perserkatze, Nora. Lange Haare, rundes Gesicht, maximaler Knuddelfaktor. Okay, wo? Haben wir hier diesen Komiker-Typen? Egal, ja, guck. So, alles und Level up. Okay, dann würde ich mal sagen, es war wieder für heute. Das war's wieder für heute. Die komische Folgenanordnung hier gerade. Naja, auf jeden Fall, schau Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder nach dem nächsten Cut. Den hole ich mal ganz schnell. 107 Kronkorken. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie man das macht. Mit den Dreierräumen, ne? Ja. Und ja, was kann ich denn? Schade. 170. Haben wir nicht. Das werde ich dann wahrscheinlich auch offscreen machen. 97% Zufriedenheit, Leute. Es läuft. Es läuft und zwar enorm. Hey, Glatzkopf. Noch eine Knarre. Ein verbessertes Repetieren. Obwohl, warte. Mach gleich. Oh shit. Der Strom ist da oben aus. Das Lasergewehr geben. Irgendwo. Das dauert voll lange. Voll schlecht, Alter. Ich will hier einfach durchgehen. Mit dem Nudelholz. Ja, also tot. Das Kind rennt natürlich noch mitten rein in diesen Schussfeuer, ins Kugelhagel, ne? Das wird unbedingt sterben, das Kind, ne? Hey, wie kann. So, ganz kurz. Die 10 mm, 2 bis 3 Damage, ist ja lusch. 4 bis 6 ist ja total lusch. So, ihm gebe ich dann einen Repetierer. So. Und Level 4 erst. So. Dann. Kann ich ja gerade mal ganz kurz die Leute mal ausrüsten. Warte mal, hier. Strange.
Strange 1. Wie viel mal? Lederrüstung. Ne? Warte, Voltanzug macht nichts. Sehr gut. Dann eine Raider-Rüstung an. Raider-Rüstung. Hey, 15-15. Cool. Na gut. Der hat jetzt 6 Stärke und 3 Ausdauer. Sehr schick. Da geht das dann wahrscheinlich auch ein bisschen flotter. Das können wir auch alleine machen. Ich sage dann mal, ich nerv doch hier, ne? So. Schau Leute, wir sehen uns dann irgendwann mal, wenn. Schau mal kurz. Hey, die Sonne geht unter. Es wird langsam Abend. Ach, das richtet sich nach der Realtime-Zeit. Oder sorry, dann ist das 18:50. Ich glaube, das richtet sich nach der Realtime-Zeit. Okay. Cool. Das sehe ich auch noch. Und Kronkorken, auch sehr schick. Alter, hat ein Gigabyte schon als Aufnahmeteil. Ne, auf jeden Fall, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, Leute, wir sehen uns. Bye, bye. Und ciao.